Ja, super. Wo kann ich denn erzählen, welches Fernsehen? Wermelskirchen-TV. Hier ist Wermelskirchen-TV bei Bauer Mühlinghaus und wie wir sehen, es ist Melkzeit und hier sind wir schon in der Rush-Hour. Hier gibt es eine kleine Schlangenbildung der Kühe vor der Melkstation. Wir haben nur Milchwirtschaft, weil wir hier im klassischen Grünlandgebiet sind, so nennt man das Bergische Land. Ja, wir leben von der Milch. Ein bisschen kommt dann noch Fleischverkauf, also wenn alte Kühe verkauft werden, die werden ja nicht, die gehen dann in den Schlachthof, aber das sind, sag ich mal, nur Nebenerlöse. Aber hauptsächlich Milch. Und wenn der Milchpreis scheiße ist, dann ist alles andere auch scheiße. Und wie ist der Milchpreis, wenn wir beim Thema sind? Wieder auf dem ansteigenden Ast. Also mittlerweile bewegen wir uns irgendwo wieder bei 33, 34 Cent. Wohingegen letztes Jahr, da lagen wir weit unter 30. Und das war dann nicht so toll. Man hat den Eindruck, dass die wirklich schon sehnsüchtig drauf haben. Ja, klar, die haben jetzt hier ein bisschen Druck auf dem Reuter. Komm, Mützchen. Ja, liebe Dellmänner, wie ihr seht, eine klassische Routine, die hier stattfindet. Die Kühe müssen eine gewisse Intelligenz besitzen, weil sie sich relativ gleichmäßig in die Reihe stellen. Und ja, das zeugt davon, dass Tiere auch sehr, sehr lernfähig sind. Kuhklopapier, das hat natürlich etwas größere Dimensionen. Milch ist gesund und bärlich. Keine Kinder mögen mehrlich. Eiskalt, heiß oder lau. Und mit dem Löffel Kakao. Auf dem Lande die Milchkuh, die bereitet die Milch zu. Bloß aus Wasser und Gras. Nur eine Kuh kann das. Und ihre Kinder, die Kälber, trinken die Milch gern selber. Früher stand man beim Milchmann mit einer Kanne. Mit der Kuh Scheiße auf Deutsch gesagt. Ja, die wird hier im Kuhstall in dem Güllelager gelagert und wird dann jetzt zum Beispiel jetzt in der Frühjahrszeit, wenn gutes Wetter ist, kein Schnee mehr da ist, dann auf die grünen Flächen aufgebracht. Also quasi wiederverwertet. Genau. Im Schnittpunkt pro 25 Liter bei 100 Kühen ungefähr, weil ein paar sind ja hochtragend, könnten keine Milch geben. Wäre das also, mal Anna-Luise, mal Eva Klein, 2.500 Liter. Vor war letzte Woche in der Disco, die hat hier noch ihr Zeichen dran. Was? Ach so, ja, das ist das All-Inclusive-Bändchen hier. Genau, es gibt also Wasser und Futter. Alles zu einem Preis inklusive Übernachtung. Ja, Frau Mühlinghaus, der gesamte Melkvorgang, wie lange werden Sie beschäftigt sein, etwa? So 2 bis 2,5 Stunden. Und das also morgens und abends macht 5 Stunden? Ja, genau. Das ist schon eine Halbtagsstelle nur fürs Melken. Gehörten Ihre Kinder, wie viele haben Sie eigentlich, wie viele Kinder? Eine Handvoll. Also 5 Stück. Und da hieß es, da gibt es so eine Art Dienstplan für die Kinder, die mithelfen müssen hier. Ja, also sagen wir mal so, die Älteste ist ja berufstätig, die fällt raus. Und die Kleinste ist noch zu klein, die fällt auch raus. Ja, und die anderen drei, die wechseln sich dann ab, jeder 2-mal die Woche. Gibt es da so einen festen Dienstplan, wo das draufsteht? Haben die Kinder sich selber dann gemacht, ja, ja. Aber ich höre doch, man kann auch tauschen, wenn man mal was Wichtiges macht. Genau, genau. Das ist, machen die dann aber untereinander. Und das Zauberwort Klassenarbeit? Klassenarbeit? Nee, nee. Kann man vorher machen. Vorher üben, nicht während der Stallzeit. Ja, hier haben wir jetzt eine Kuh und zwar, die hat Schnupfen derzeit. Die ist noch etwas vergrippt.
Und sie sucht Kontakt zu mir, das verstehe ich natürlich. Robert, Paula und Hüge trinken Milch in der Schule. Also das ist zum Schutz für das Euter, dass da jetzt keine Bakterien oder so reinkommen. Milch ist gesund und billig, alle Kinder mögen Milch, eiskalt, weiß oder lau. Aus der Milch kann man machen lauter leckere Sachen. Joghurt, Pudding und Creme, Schlagsahne außerdem. Manche aus Milch auch Fahrrad, weil der bekanntlich stark macht. Lage drin, da ist Mais-Silage drin, also Mais ganz klein gehäckselt. Und Rapsschrott ist da drin. Und das kriegen die ein paar Mal am Tag immer wieder frisch vorgelegt. Und ja, das ist ihre Grundration. Und dann haben die Kühe ja alle ihre Halsbänder an. Mit dem Kraftfutter. Mit dem Kraftfutter. Was sie dann nach leistungsbezogen gehen die dann an diese Boxen und holen sich dann ihr Kraftfutter über den ganzen Tag immer wieder in kleinen Portionen verteilt. Also wie gesagt, die Silage stellen sie komplett selber her. Komplett selber, in Eigenregie. Auf dem Lande die Milchkuh, die bereitet die Milch zu. Bloß aus Wasser und Gras, nur eine Kuh kann das. Wir wirtschaften ja so gesehen auf drei Betrieben. Hier wird nur gemolken, dann der alte Betrieb, sprich der Ursprungsbetrieb meiner Eltern, ist ja, guten Kilometer von hier weg. Da stehen die Kälber. Ich sage immer Säuglingsstation dazu. Und nachher, wenn die so ein Dreivierteljahr alt sind, dann kommen die nach Osminghausen, also von hier aus 3 Kilometer weiter. Und da bleiben die dann so circa bis so 2,5 Jahre, bis sie kalben. Da sind sie im Sommer auf der Weide, ja, im Winter ist klar, sind sie im Stall. Und dann habe ich da hinten meinen Kompagnon oder die Söhne meines Kompagnons, die die Tiere dann füttern. Und ihre Kinder, die Kälber, trinken die Milch gern selber. Haben Sie denn auch Milch, die Sie nicht weiterliefern, die Sie selbst verwenden? Naja, nur die Milch, die wir selber trinken. Oder halt die Kälber mitfüttern. Aber sonst geht komplett die ganze Milch zur Molkerei. Also ich kenne das noch früher, als kleiner Junge bin ich mit dem Fahrrad zum Bauern gefahren, die Milch geholt. Genau, genau. Ist das auch noch? Haben wir das auch noch hier? Es gibt ein paar Leute, die kommen. Aber im Verhältnis zu früher ist das weniger geworden, weitaus weniger. Ist das begrüßenswert aus Ihrer Sicht oder würden Sie sich gern mehr Leute wünschen, die ihre Milch hier bei Ihnen holen? Wünschen würde ich mir das schon, wie das früher war. Aber heute irgendwie, weiß nicht aus welchen Gründen, ob die jungen Frauen bequemer sind oder weil sie halt berufstätig sind, dass die Zeit dafür fehlt. Andere sagen, nee, die Milch muss abgekocht sein. Wird auch so vom Gesundheitsamt immer wieder gesagt. Nur ich sage, unsere 5 Kinder und auch wir sind alle ohne abgekochte Milch groß geworden und gut groß geworden. 4,2% ist bei uns in der Milch drin. Und wenn ihr in die Molkerei geht, holt die Molkerei einen Teil Fett raus, damit als Haarmilch nur noch 3,5 da ist. Und dieser Geschmack, den kriegt man eigentlich nur bei der frischen Milch. Von daher. Also liebe Wermeskirchner, dazu kann ich euch auch sagen, ich habe auch als kleiner Bub bis zum 14., 15. Lebensjahr auch immer die Kuhmilch direkt vom Bauern getrunken. Geschadet hat es mir nicht. Also insofern stimme ich dem Herrn Mühlinghaus zu. Ich möchte uns ganz herzlich bedanken. Herr Mühlinghaus hat uns hier einen ganz tollen Einblick auf den Hof und auf seine Kühe gegeben. Und am Schluss vielleicht noch ein Satz, der eigentlich jetzt nicht fehlen darf.
Ihr Statement, Herr Mühlinghaus, zur Bauer sucht Frau? Alles fake. Alles fake. Also, ich sag mal so, es gibt ja in anderen Bereichen genauso viele Junggesellen. Das liegt eigentlich an jedem selber, ob eine Frau mitkriegt oder nicht. Aber da brauche ich nicht ins Fernsehen. Und was mich immer daran ärgert, meistens sind das wirklich Betriebe, wo ich sage, das sind keine Betriebe, das ist Hobbylandwirtschaft oder nicht abwertend darüber, aber solche Betriebe findet man da kaum. Die werden da gar nicht gezeigt. Und ich sag mal, gibt in anderen Bereichen auch genügend Junggesellen, die sich, weiß ich nicht, ob sie zu schüchtern sind oder was, aber ich sage nicht eigentlich an jedem selber, ob eine Frau findet oder nicht. Also die nächste Folge, liebe Leute, wäre dann Versicherungsvertreter sucht Frau. Zum Beispiel. Aber ist ja im Prinzip so. Weil, wenn ich das dann im Fernsehen sehe, dass dann die Frauen zum Teil ja für die Arbeit gesucht werden, hallo, wo sind wir? Ich kenne viele Kollegen, wo die Frauen ihren erlernten Beruf nach wie vor weiter nachgehen und der Landwirt macht seinen Job. Also ist nicht mehr wie früher, wo grundsätzlich verlangt wird, so Frau, wenn du jetzt einen Landwirt heiratest, dann muss er auch am Hof bleiben. Das ist lang nicht mehr so. Das war Wermelskirchen TV aus Dünn Mittelrautenbach von unserem Bauer Mühlinghaus. Klasse. Ja, dann haben wir das schon. Warte. Ja, super. Wo kann ich denn jetzt sehen, welches Fernsehen? Wermelskirchen TV.